Herr Schütz, Sie sind Veranstalter des Kunststofftechnologietages hier in Bad Salzuflen. Was ist das Konzept hierhinter? Ja, erstmal herzlich willkommen auf dem Kunststofftechnologietag Ostwestfalen, dem ersten, jetzt hier am 9. März in Bad Salzuflen. Dieser Kunststofftechnologietag wurde ins Leben gerufen, zusammen mit der Hochschule in Paderborn, dem dort gegründeten CALEB, eine Institution, die sich auf wissenschaftlicher Ebene mit Kunststoffverfahren beschäftigt. Dieser Technologietag dient vor allen Dingen dazu, komprimiert an einem Tag dem Verarbeiter die Möglichkeit zu geben, sich A, über neue Techniken und Verfahren in der Kunststoffverarbeitung zu informieren. Einerseits durch Vorträge, die Aussteller und Ausstellungsunternehmen hier machen, andererseits aber auch über die Vorträge der Hochschule. Wir halten es für sehr sinnvoll, dass diese Plattform hier im jährlichen Rhythmus angeboten wird, weil der Bedarf ist eigentlich da und in anderen Regionen Deutschlands sieht man, dass das auch so funktioniert. Und die Fachvorträge, was erwartet hier den Fachbesucher? Den Fachbesucher erwartet vor allen Dingen Vorträge A von den Ausstellungsunternehmen, die eben irgendwie völlig neue Verfahren anbieten können bei der Kunststoffverarbeitung, neue Entwicklungen, denn diese Kunststofftechnologie ist sehr schnelllebig, immer wieder gibt es Neuheiten, die den technologischen Fortschritt sichern gegenüber speziell im asiatischen Raum. Und das muss dem Verarbeiter einfach gezeigt werden und dazu kann er hier hinkommen und sich die Vorträge anhören. Ja, vielen Dank für das Interview, Herr Schütz. Dankeschön.